Hallo Krimi-Freunde, ich bin Hildegard Grünthaler, Reisebuch- und Reisekrimi-Autorin. Ich lese euch heute eine Passage aus meinem Reisekrimi Highway ins Verderben. Das ist der Krimi. Ich hoffe, das sieht man einigermaßen ohne Spiegeln. In diesem Krimi geht es um die 5 Millionen Euro, die Kunstdiebe für das Gemälde die Leopardin erpresst haben. Das Bild taucht bald wieder auf, das Lösegeld aber bleibt verschwunden. Die Polizei und der Versicherungsdetektiv ermitteln in verschiedene Richtungen. Der Detektiv glaubt, dass die Spur des Geldes nach Kanada führt. In Kanada sind nicht nur das Rentner-Ehepaar Helga und Jürgen Brombacher und das Ehepaar Tanja und Sascha Göller unterwegs, sondern auch der Detektiv Olaf Schipanski ist kurzerhand nach Kanada geflogen. So, und dann fangen wir mal an mit dem Krimi. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Bevor Sascha sich auf die Schotterpiste wagen wollte, musste er noch einmal tanken. Gewissenhaft kontrollierte er den Kühler, überprüfte die Reifen. Weil die Tankstelle außerdem mit einer Ver- und Entsorgungsstation ausgestattet war, füllte er auch gleich den Wassertank auf. Er hatte vor, sich ein paar Tage an einer der einsamen Campingstellen zu erholen, die sein Reiseführer anpries. Er wusste zwar, dass Tanja schimpfen und zedern würde, aber das war ihm egal. Zum Schluss leerte er noch die Toilettenkassette und den Abwassertank. Er bückte sich, um den Schieber des Tanks wieder zu verschließen. Da entdeckte er es, ein kleines schwarzes Kästchen, das magnetisch am Fahrgestell haftete. Ich hasse das, schrie Tanja. Ich hab die Wildnis satt bis oben hin. Südamerika, hast du gesagt. Und wo sind wir? Irgendwo in Kanada, in der Pampa, auf einer höllischen Schotterstrecke. Ich will nach Süden in die Zivilisation. Ich will in schönen Hotels schlafen und in guten Restaurants essen. Ich habe keine Lust mehr auf verbrannte Grillsteaks mit Moskitos als Beilage. Ich will endlich meinen Anteil vom Geld. Nach 2 Tagen und Nächten in Niagara Falls war Tanja eine Zeit lang erstaunlich friedlich gewesen, aber nun giftete und zeterte sie schlimmer als je zuvor. Sascha bemühte sich, ihre Schimpftiraden zu überhören. Mit beiden Händen umklammerte er so krampfhaft das Lenkrad, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Wo führt diese grässliche Straße überhaupt hin? Nach nirgendwo? Er gab keine Antwort. Das Gerät, vermutlich ein Peilsender, ging ihm nicht aus dem Kopf. Wer war ihm auf den Fersen? Der komische Opa, dem angeblich ein Tablettenröhrchen unter das Wohnmobil gerollt war? Wer war der Typ? Ein Polizist? Ein Gangster, der glaubte, ein Anrecht auf die Millionen zu haben? Er hatte sich so sicher gefühlt. Vielleicht war es doch klüger, sich bei Zeiten ein anderes Wohnmobil zu kaufen und damit die Spuren zu verwischen. Er schob die unangenehmen Gedanken beiseite. Er musste sich jetzt auf die Fahrbahn konzentrieren. Auf der Schotterpiste der Forestry Trunk Road hatten sich brutale Waschbrettbuckel gebildet. Wenn Tanjas Gezeter nicht wäre, könnte er die Strecke trotz des Gerüttels genießen. Auch wenn sie nicht ganz so einsam war, wie er ursprünglich erwartet hatte. Mitunter düste ein Pickup-Camper vorbei oder ein gewaltiger Holzlaster zog eine riesige Staubfahne hinter sich her. Doch die wilde Landschaft entschädigte voll auf für
für die raue Straße. Hast du nicht kapiert? Ich will in eine anständige Stadt, in ein Hotel, in ein Restaurant. Ich will meinen Anteil vom Geld. Ich fahre nicht mit dir nach Alaska. Nein, fährst du wirklich nicht. So lang ertrage ich dich nicht mehr. Statt einer Antwort trat Sascha abrupt auf die Bremse. Mit einem brutalen Rumpeln kam das Wohnmobil auf den Waschbrettbuckeln zum Stehen. Hey, was soll das? Wir haben einen Platten. Auch das noch. Das hast du jetzt davon. Kein normaler Mensch fährt auf solchen Schotterstraßen rum. Steig aus. Ich muss das Wohnmobil aufbocken und den Reifen wechseln. Schimpfend kletterte Tanja aus dem Fahrerhaus. Hoffentlich dauert das nicht zu lange, keifte sie. Ich bin mir nicht sicher, ob du das überhaupt hinkriegst. Das geht mir alles derart auf die Nerven. Wütend knallte sie die Beifahrertür zu. Jetzt kannst du zu Fuß nach Südamerika marschieren, rief ihr Sascha noch zu, bevor er das Gaspedal durchtrat. Nein, du Scheißkerl, du Hurensohn, du Mistkerl, komm zurück, verdammt nochmal. Fassungslos starrte Tanja auf die Staubwolke, die das Wohnmobil hinterließ. Das ist nicht dein Ernst, schrie sie ihm hinterher. Du kannst mich hier nicht so einfach in der Wildnis aussetzen. Ohne Proviant und ohne Wasser. Ohne Pass, ohne Geld, du Mistkerl, du kannst nicht mit meinem Anteil abhauen. Autsch, verflucht. Tanja rieb sich den Knöchel, der langsam aber stetig anschwoll. Sie hatte nicht gezählt, wie oft sie mit den hohen, dünnen Absätzen ihrer Riemchen-Sandaletten auf dem groben Schotter umgeknickt war. Sie hatte keine Ahnung, wie lang sie schon so vor sich hin stolperte. Eine halbe Stunde, eine Stunde, es fühlte sich an wie eine halbe Ewigkeit. Die Zunge klebte ihr vor Durst am Gaumen. Kanada? Von wegen Eis und Schnee, längst war es heiß geworden, brannte die Sonne erbarmungslos von einem wolkenlosen Himmel. Mechanisch setzte sie einen Fuß vor den anderen, immer in der Hoffnung, dass Sascha hinter der nächsten Kurve auf sie wartete. Aber er wartete auch nicht nach der übernächsten Kurve. Ich spür's im Gasfuß, knurrte Jürgen. Du hast schon wieder viel zu viel eingekauft. Auf dieser Rüttelstrecke werden uns noch die Achsen und die Federn brechen. Helga stöhnte genervt. Ja, und einen Platten kriegen wir bestimmt auch noch. Stell dich doch nicht so an. Wolltest du nicht auch hier an dieser einsamen Forestry Trunk Road wild campen? Das geht eben nicht ohne Vorräte. Fahr einfach ein wenig langsamer. Unser Wohnmobil hält viel mehr aus, als du denkst. Die Gasflaschen voll, der Wassertank voll, der Kühlschrank voll. Bei diesem Gerüttel und den Schlaglöchern potenziert sich das Übergewicht um ein Vielfaches, dozierte Jürgen. Jede überflüssige Kartoffel, die wir durch die Gegend fahren, setzt dem Fahrwerk zu. Jeder unnötige Liter Wasser. Vergiss die Bierdosen in deiner Aufzählung nicht, witzelte Helga. Ja, die Bierdosen wiegen auch. Obwohl ich mir grad so vorkomme, als hätte ich die alle auf Ex getrunken, murmelte Jürgen. Sehe ich Gespenster? Oder kannst du mir sagen, was ganz da vorne auf der Straße herumtorkelt? Für einen Bären ist es zu bunt und ein Elch kann's auch nicht sein.
Helga setzte die Sonnenbrille ab und nahm ihr Fernglas zur Hand. Jetzt kann ich es erkennen. Es ist eine Frau. Ja, die hat uns gesehen und fuchtelt ganz wild mit den Armen herum. Na, wir werden ja gleich sehen, was für eine Verrückte hier zu Fuß unterwegs ist, entschied Jürgen und beschleunigte trotz Gerüttel das Tempo. Ja, noch dazu ohne Ausrüstung, auf hohen Absätzen, wunderte sich Helga beim Näherkommen. Nein, das kann ja nicht sein, Jürgen, das ist doch diese seltsame Tanja. Du weißt schon, die Tanja von den merkwürdigen Göllers, die mit uns zusammen verschifft haben. Er hatte keinen Platten, schniefte die unfreiwillige Tremperin. Jürgen und Helga waren aus dem Wohnmobil gesprungen und der taumelnden Tanja zu Hilfe geeilt. Er hatte einen Platten? Ja, das kann auf diesen Schotterpisten leicht passieren. Wenn Ihr Mann kein anständiges Radkreuz zum Lösen der Radmuddern dabei hat, können wir ihm gerne aushelfen, tröstete Jürgen. Keinen Platten, murmelte Tanja. Er hat meinen Anteil. Sie zitterte und konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Die vielsagenden Blicke, die sich ihre beiden Retter zuwarfen, bekam sie nicht mit. Sie kommen jetzt erstmal zu uns ins Wohnmobil, trinken ein paar Gläser Wasser, dann können Sie auch wieder klar denken, entschied Helga. Der Platz war ein Traum. Eine weitläufige Wiese am Waldrand, weit genug entfernt von der Schotterstraße, im Hintergrund die kanadischen Rockies und das Beste von allem, keine nörgelnde Tanja. Kein Gezeter, kein Geschimpfe, sondern himmlische Ruhe. Was sie jetzt wohl machte? Auf ihren Riemchen-Sandaletten über die Schotterpiste stöckeln? Versuchen, ein Auto anzuhalten? Verdammt, das wäre weniger gut. Nein, sogar ausgesprochen gefährlich. Ihr Englisch war zwar so schlecht, dass sie sich kaum verständlich machen konnte, aber was, wenn sie tatsächlich auf deutsche Touristen traf? Oder ein besorgter Fahrer der riesigen Logging-Trucks, jener Langhalsfahrzeuge, die hier ab und zu entlang donnerten, rief angesichts einer Frau ohne jede Ausrüstung die Polizei. Er hätte nicht so weit fahren dürfen. Ein paar hundert Meter hätten als Denkzettel gereicht. Mit einem mulmigen Gefühl verstaute Sascha die Liege wieder im Wohnmobil und startete den Motor. Er musste ihr wohl oder übel entgegenfahren. Hupe, Lichthupe, Hupe, Lichthupe. Er kam gar nicht mehr dazu, auf die Schotterstraße hinauszufahren. Das tutende und lichthupende Wohnmobil bog auf die Campingwiese ein, bevor er sein Fahrzeug in Gang setzen konnte. Dass es ausgerechnet dieses verflixte Rentnerwohnmobil war, das ihm schon seit jenem Tag am Kreuzweihersträßchen den Schlaf raubte, musste wohl so sein. Der Fahrer hatte kaum abgebremst, da kletterte auch schon eine verschwitzte, verstrubbelte Tanja heraus. Wut und Hass in ihrem Blick sprachen Bände. Gleich wird sie eine Schimpftirade loslassen und in ihrer Dummheit alles ausposaunen. Bevor sie den Mund aufmachen konnte, hatte Sascha sie in den Arm genommen und atmete demonstrativ erleichtert auf. Tanja, ich dachte, du liegst oben im Alkoven und schläfst. Mein Gott, bin ich erschrocken. Ich sehe den schönen Platz hier, halte an, will dich wecken und du bist nicht da.
Ich war doch so ins Fotografieren vertieft, ich habe gar nicht bemerkt, dass du wach geworden und ausgestiegen bist. Tanja holte Luft, um ihm ihren Zorn entgegenzuschleudern. Doch bevor sie ein Wort sagen konnte, hatte sich Sascha an Helga und Jürgen gewandt. Tanja hatte nämlich schon den ganzen Tag Kopfschmerzen. Drum hat sie sich ins Alkovenbett gelegt. Ich bin ja so froh, dass sie Ihnen begegnet ist. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken, dass Sie meine Frau aufgelesen haben. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was alles hätte passieren können. Und in einer vertraulich wirkenden Geste flüsterte er Tanja ins Ohr: Halt's Maul, zetern kannst du später. Einen Platten? Keinen Platten, hast du das kapiert? Rekapitulierte Jürgen die sonderbare Begegnung. Sie hatten schneller als geplant wieder den Kampf mit den Bodenwellen und Waschbrettbuckeln der Schotterstraße aufgenommen. Liebend gerne hätten sie an dem traumhaft gelegenen Platz ein paar Tage lang gekämpft. Aber es hatte keiner gegenseitigen Worte bedurft, um zu wissen, dass man auf die Nachbarschaft von Tanja und Sascha Göller keinen gesteigerten Wert legte. Entlang der Forestry Trunk Road gab es ganz sicher noch weitere schöne Plätze. Nein, ich habe das nicht kapiert. Es sah auch nicht so aus, als wenn er gerade einen Reifen gewechselt hätte, sinnierte Helga. Und dann murmelte diese Tanja auch noch sowas wie: Er hat meinen Anteil. Weißt du, was ich vermute? Er ist absichtlich abgehauen, hat sie ausgesetzt wie einen kleinen Hund. Sehr mysteriös. Irgendetwas stimmt nicht mit diesen beiden. Nanu, was macht er jetzt? Olaf beobachtete den Pfeil auf seinem iPad, der sich nun in die entgegengesetzte Richtung bewegte. Er hatte sich, um ungesehen zu bleiben, in einer Seitenstraße versteckt. Olaf zog die Landkarte zu Rate. Dachte ich mir's doch, er will nach Calgary. Olaf wartete noch eine Weile, bevor er den Van startete. Der Pfeil auf dem iPad bewegte sich dort, wo der Highway 22 nach Norden abging, in östlicher Richtung weiter. Aha, er wird den Freeway nehmen, murmelte er. Auch Olaf fuhr in östlicher Richtung weiter. Zufrieden registrierte er, dass der Pfeil tatsächlich dort, wo der Freeway nach Calgary und Edmonton abzweigte, ebenfalls die Richtung änderte. Der Peilsender funktionierte zuverlässig. Sein Observierungsobjekt fuhr und fuhr, in gleichmäßigem Tempo und ohne anzuhalten. Längst war es dunkel geworden. Gähnend kämpfte Olaf gegen die stärker werdende Müdigkeit. Das lästige Knurren seines Magens konnte er mit einem Schokoriegel bekämpfen. Zum Teufel, wurde der Kerl nicht müde? Warum steuerte er nicht irgendwo einen Campingplatz an? Endlich kündigte ein Schild Calgary an. Der Pfeil auf dem iPad bewegte sich jetzt deutlich langsamer, änderte ein paar Mal die Richtung. Olaf folgte mit gebührendem Abstand. Dann blieb der Pfeil stehen. Wo war er? Hatte sich dieser Sascha verfahren? Langsam fuhr Olaf weiter bis zu einem Tor. B&B Haulage Company stand auf dem Schild. Und auf dem Truck, der dort parkte. Genau dort, wo der Pfeil auf Olafs iPad auf der Stelle blinkte.
Wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte überhaupt anfing und natürlich auch, wie sie weitergeht, dann lest ganz einfach meinen Highway ins Verderben. Mehr über das Buch steht in meiner Webseite www.schmökerseite.de. Kaufen könnt ihr den Krimi überall dort, wo es Bücher gibt, und zwar als E-Book und als Taschenbuch. Und jetzt bedanke ich mich für eure Geduld und ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Und wenn ihr das Buch kauft und lest, dann wünsche ich euch natürlich ganz besonders viel Spaß dabei.